Ich gehe mein Pokémon-Team heilen. Hey, die Alte hat mich zusammengeschlagen. Warum hast du nichts getan? Bin ich hier nochmal wieder von diesen Drachen angegriffen? Nö, hätte ja sein können. Da können wir noch zerschmettern. Gut, dass wir der Trümmerer noch drauf haben. Zink! Ja, wow. Kann man da jetzt nur mit dem Fahrrad hoch oder kann man da gar nicht mehr hoch? Ich weiß es nicht mehr. Ich will auch das Fahrrad jetzt nicht ausprobieren. Ich glaube, da kann man gar nicht mehr hoch. Hey, dich kenne ich. Dich kenne ich. Bist du nicht dieses Pokémon? Wir bleiben mal erstmal weiter auf Bebop. Den rechten Arm anwinkeln, die linke Hüfte linke Hand gegen die Hüfte stemmen, dennoch ein wenig in die Knie gehen und die Brust rausstrecken. Oh, entschuldige bitte, ein Kampf. Du hast recht. Was macht sie da? Das da, oder? Ich glaube, das ist ihre Pose, die sie da macht, oder? Oh, Lamus. Da sollte Biss doch, glaube ich, helfen, oder? Ist ja, meine ich, auch ein bisschen Psycho drin. Ach, Lasho King. Naja, helfen ist natürlich was anderes, aber... Die sind alle können Psychokinese. Was sagt eigentlich das das Muschas hinter ihm? Warum macht das eigentlich? Weiß Muschas es eigentlich, wenn es in den Schwanz von Flickmon beißt, dass es sich mitentwickelt? Und dass es Teil von ihm wird? Oder kommt das wie Muschas eigentlich überraschend? Warte mal, Altaria, das ist wieder dieses Flugwolken-Pokémon, ne? Ja, ich bleib mal auf. Zauberschein. Süß. Ich mach mal eine Kampfattacke. Die zieht einfach auch nichts ab. Oh, ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Oh Mann, immer. Warum haben die immer dieses Pokémon dabei? Das nervt. I mean for real, das nervt. Immer dieses Pokémon. Und immer nur haben wir Turtok dann draußen. Oh Gott, ich bin jetzt schon so froh, dass es ständig Ruheort macht, dass ich mir gar nichts Besseres vorstellen kann als permanent Ruheort. Krass. Oh Gott, ich werde hier bescheuert. Ich wechsle jetzt das Pokémon aus, ey, ganz ehrlich. Fick dich, Turtok. Ich krieg schlechte Laune hier. Meine Fresse, ey. Dauert ja ewig mit dir. Oh, guck mal, es hat sogar die Augen zu. Das ist voll süß. Okay, wir wollen jetzt aber hier nicht über Süßigkeiten reden. Süßigkeiten! Was weiß ich denn hier? Du oder so, keine Ahnung. Jetzt genervt von diesem scheiß Pokémon hier. Das nervt mich, dieses Altras-Ding, Wolkenkackvieh. Stresst mich voll. Das Pokémon stresst mich voll gerade. So, Ende. Meine Güte. Was für eine unglaubliche Stärke. Du bist auch ein Ranger. Ja. Aber ich bin eher so einer dieser Power Rangers. So, ich gehe mein Pokémon heilen. Mann, ey. Die Ringfüße nervt. Dieses blöde Pokémon immer. Es taucht jetzt die ganze Zeit auf irgendwie. Jeder hat jetzt dieses blöde Pokémon dabei. Und ich hatte es nie gehabt. Das ist kacke. Fies und ungerecht. Ich fühle mich schlecht behandelt von diesem Spiel.
Niemand braucht eine Massenbegegnung von Kleinsteins. Gibt es Massenbegegnungen in Sonne und Mond auch noch? Oder Ultrasonne und Ultramond? Ich find's auch unnötig, weiß ich nicht. Massenbegegnungen, ja, weiß ich nicht. Toll. Toll. Apollo, hallo, was geht? Warum bist du nicht Gengar? Ein Apollo fragen, warum es nicht Gengar ist. Hui. Ich will natürlich noch zu dem Pokéball da unten hin. Tschüss. Oh nee. Lass mich raten, ein Georock, was vom Himmel fällt. Spider-Georock. Spider-Georock. Tschüss. Ich will jetzt hier nicht gegen dich kämpfen oder so. Na, was geht? Den Flug-Pokémon gehört der Himmel, den Wasser-Pokémon die See. Aber gehören uns Trainer die Pokémon? Ja. Eigentum, Besitz. Brandmale gegeben. Ausgezeichnet. Das surfe ich weg. Haha, hast selbst Schmerzen erlitten. Krähe. Vor allem Krähe. Wir tragen mit dem Pokémon zwar Kämpfer aus, aber das heißt nicht, dass sie uns gehören. Doch! Was nicht zugehört, Brandmal. Kann ich dir auch geben. Okay, da geht's ganz runter. Wir wollen aber hier lang. Ein Drachenzahn. Wie oft willst du eigentlich noch auftauchen? Ist dir mal aufgefallen, dass dich niemand mag? Wobei, ich würde dich ja eigentlich ein bisschen mögen, wenn ich dich tauschen könnte. Guten Tag. Früher wollte ich stark genug sein, um anderen helfen zu können. Doch jetzt will ich stark genug sein, um andere zu töten. Das stand da. Schwör. X-Bart. How unnötig, möchte ich fast sagen, aber ja, es war doch, ja, weiß ich nicht, es ist trotzdem unnötig. Mit Käferattacken dann oder was? Wenigstens gibt es X-Bad viele EXP. Noch jemand Level Up? Siri erreicht Level 74, sehr schön. Du hast mich gelehrt, worum es beim Kämpfen wirklich geht. Stärke, was? Ich habe einen Nassbrocken. Nein, ich wollte schon wieder das Ding anklicken. So, wen können wir denn jetzt mal wieder mitnehmen? Wir könnten mit Kravums oder mit Igor spielen. Weißt du was, Kravums, weil du... Das funktioniert echt sehr gut. Weil du es kannst, Kravums, weil du es kannst. Und weil Kravums eine coole Socke ist. Top-Genesung, ja, das ist immer gut. Top-Genesung kann man immer finden. Ja. Ich war nur mal ganz kurz am gucken, ob wir da wirklich weiter müssen. Achso, das sollte Musik sein. Wow, wow, wow. Töte dich, bitte, töte dich. Geh und töte dich. Ist Barnett nicht auch. Hat Barnett nicht auch irgendeinen gruseligen Pokémon-Eintrag? Pokédex-Eintrag? Knirscher. Auch irgendwas mit Kindern oder so und Seelen und irgendwas Gruseliges, glaube ich.
Aber so ganz weiß ich es nicht mehr. Aber ich glaube, irgendwas Gruseliges. Den setzt er ein. Ich mach's fertig, was auch immer. Was bist denn du? Bist du das Evoli-Pflanzending oder was? Ich glaube, du bist das Evoli. Ich glaube, du bist die Evoli-Pflanzenentwicklung. Habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, die Evoli-Pflanzenentwicklung. Kenne ich, glaube ich, gar nicht. Das ist ja süß. Ich meine, das war wirklich süß jetzt, ohne Scheiß. Das sah irgendwie voll süß aus. So süß, dass ich erstmal Level abgehe. Oh je, trotz starker Auftrittsmusik habe ich kein bisschen Ahnung. Ich schubse Felsen. Das ist doch bestimmt wieder die Abkürzung, oder? Das ist doch bestimmt wieder die Abkürzung. Erst wenn du da richtig lang gehst, ist es die Abkürzung. Kann man mit der VW-Werbung immer machen, ne? Hätte sein können. Das ist eine Abkürzung, ja. Wir machen sie natürlich mal. Zack, abgekürzt. Waren wir schon da drüben? Ja, drüben waren wir schon mal. Ich gehe ganz kurz nur zu ihr, ne? Einfach nur, um unser Pokémon zu heilen. Natürlich, eine Massenbegegnung von Kleinsteins. So useless. Tschüss. T to the Us. Das wird immer unnötiger. Komm, meine Massenbegegner von Schlurups, die Kleinsteine im Mund haben oder so. Das wäre auch richtig useless. Ich frage mich, ob wir gleich draußen sind. Ich meine, wir haben jetzt schon gegen den Rivalen gekämpft. Ist ja eigentlich immer so, ne, sind gleich draußen Ding, oder? Ich meine, der Rivale taucht immer kurz vor Ende auf. Also kann es vielleicht sein? Hallo? Das ist noch ein Maler. Wenn man verschiedene Kampfstile in Farbe ausdrücken könnte, welche Farbe hättest du? Pink. Die haben immer nur Farbigel, oder? Sind auch genauso langweilig. Ruhe. Tja, deine hitzigen Attacken sind rot. Nein, pink. Da können wir nicht mal mehr surfern. Willst du auf starke Pokémon und Trainer treffen, musst du vor allem eins, Kämpfe bestreiten. Abitur bislang. Wen setzt du ein? Oh, dich kenne ich sogar. Du bist auch dieses Pokémon. Toll. Kann eine normale Attacke eigentlich nicht sehr effektiv sein? Ich meine, das war eine normale Attacke. Tschüss, gute Nacht. Einen Angriff mache ich mal. Ah, Feuersturm. Oh, es hat immer noch diese komische Figur. Ja, na gut, wir schlafen tief und fest. Okay, dann wird jetzt aufgeweckt.
Können wir auch gleich eine Top-Genesung einsetzen, dann. Dann sind wir. Alter, geh nicht mit der Kamera so nah ran an die Schnecke, doch. Was ist denn los mit dir? Ich glaube, dass Feuersturm nicht immer trifft, trifft Feuersturm ziemlich oft. So, ein Rennen gezimmert. Einfach nur für Steigerungshieb und noch mehr Angriff. Ah, ja, natürlich brennen wir jetzt auch noch. Scherox. Da kämpfen wir weiter. Oh, Schwertanz. Viel mehr Angriff. Der Schlingel. Ich brenne übrigens. Das tat ja sogar weh. Wieder Lackenkauz. Siri. Das ist Scherox, ey. Niemand mag dich, Scherox. Ich meine, Pokémon getötet, ey. Pokémon-Kämpfe kann man auf eine gewisse Weise mit Liebe vergleichen. Was, mit Liebe machen oder was? Bist du auch so zusammengeschlagen dabei oder was? Mach dir mal Gedanken. So, ich will aber weiter mit Kravums spielen. Lohnt es sich hier zu surfen? Wir müssen hier surfen. Oh, da ist ein Wasserfall. Na, wenn wir jetzt noch Kaskade hätten, wa? Ich surfe mal ganz kurz erstmal nach rechts. Sehe, dass da nichts ist. Ja, ich habe kein Kaskade. Also ich habe schon, aber ich habe nicht. Man kann sagen, es sieht nach Ende aus, aber da steht nur schon wieder einer. Aber trotzdem sehr viele Feuerschalen. Sieht nach Ende aus. Könnte Ende sein. Hallo Kravums. Ich habe meinen Körper jahrelang auf der Siegesstraße gestählt. Was könntest du gegen mich ausrichten? Keine Ahnung. Thrombose. Nee, Tromborg. Ach, das Ding. Was total creepy aussieht. Was total Herr der Ringe-mäßig aussieht. Oh, keine Wirkung. Was bist du? Bist du ein Geist? Du bist ein Geist-Pokémon? Aua, nimm mal den Nagel aus meinem Kopf, ey. Was ist denn los mit dir? Bist du ein Geist-Pokémon? Aha. Okay, das habe ich auch noch. Das habe ich. Wo soll ich es wissen? Das Thrombose-Jonas hier, der Geist. Aua. Brokkolos. Ach komm, wir wechseln Pokémon. Brokkolos klingt auch so ein bisschen wie Brokkoli, ne? Wenn ich irgendwann mal ein Brokkolos haben sollte, würde ich es Brokkoli nennen. Und dann setze ich die ganze Zeit Brokkoli ein. Ich meine, es ist, ich finde das Pokémon auch cool. Das Brokkoli-Pokémon hat natürlich auch Stil hier. Das hat was von Geowatz, nur irgendwie sieht es ein bisschen cooler aus als Geowatz. Was ist denn jetzt los? Hast du das Schutzschild gemacht? Ich habe nicht aufgepasst. Ich war mit Gedanken gerade bei Brokkoli und habe mich gedacht, wo ich mich davor verstecken kann. Denn Brokkoli schmeckt nicht. Bläh. Brokkoli sind kleine Bäume. Und niemand isst kleine Bäume. Martin Level 75. Martin versucht Gigastoß mal wieder zu erlernen. Nee, ich glaube das an...
markante Attacken behalten. Ich will keinen Gigastoß, ja. Igor erreicht Level 74. Trotz meiner Kraft und Ausdauer habe ich verloren. So, Martin ist jetzt gerade Level abgegangen. Da können wir doch ganz... Ne?